Ich bin der Christian Freisleben. Ich habe hier eingeladen drei wirklich tolle Kollegen, Kolleginnen. Ich darf euch bitten, dass ihr euch zuerst kurz vorstellt. Ja, hallo in die Runde. Heidemarie Rammler. Ich bin, wie der Christian schon angedeutet hat, sehr lange schon im Bereich des Inverted Classrooms unterwegs, und zwar im Fachgebiet der Diätologie. Also unsere Studierenden lernen und erlernen die Ernährungstherapie in unterschiedlichen Erkrankungssettings und Erkrankungsphasen. Und ich habe vor einigen Jahren probiert, den Inverted Classroom anzuwenden und bin bis dato nicht mehr davon losgekommen. Ja, hallo, ich bin Anita Kittredge, auch von der Fachhochschule St. Pölten, und ich unterrichte jetzt schon 5 Jahre im Also Fach mehr als Neurologie gleich. und noch in anderen Fächern, Inverted Classroom, auch im Masterlehrgang mit interdisziplinären Fächern. Hallo, ich bin Janja Dörsch. Ich bin erst seit quasi 2021 Schüler, Studienjahr 21 an der FH in St. Pölten, habe aber sofort mit dem Inverted Classroom Modell angefangen, weil ich einfach die Idee so toll finde. Unterrichte in zwei Studiengängen, also Masterlehrgängen. Ja. Die erste Frage an euch drei ist: Was bedeutet für dich Inverted Classroom Modell in einem Satz? Und bitte tatsächlich ein Satz. Ja, genau, der eine Satz. Für mich bedeutet ICM, dass ich anhand von praktischen Anwendungsbeispielen und von Falldiskussionen mein Fachgebiet vertiefend vermittle und ganz bewusst die Kommunikationskompetenz da unterstreiche und trainiere. Anita, was bedeutet für dich ASM in einem Satz? I can motivate myself. Janja, was bedeutet für dich ASM in einem Satz? Zeit, also in der Präsenzphase mit Studierenden Zeit für Diskussionen zu haben und um den Transfer in die Praxis danach vorzubereiten. Die nächste Frage ist: Woran merkst du, dass in einer Lehrveranstaltung, dass sich etwas durch das ASM, also durch den Einsatz von Methoden aus dem ASM, dass sich etwas verändert hat, unter Anführungszeichen? Fangen wir mit der Janja an. Es werden andere Fragen gestellt. Eher, das deckt sich nicht mit meinem Erleben in der Berufspraxis, weil Teil meiner Studierenden sind schon berufstätig. Oder die Fragen einfach über diese Inhalte, wer, was, wann, wie, sondern vor allem, warum oder wie könnte man? Anita, bitte. Studierenden entwickeln Forschungsgeist, Entdeckerdrang. Sie möchten gerne etwas ausprobieren. Und Heidi, bitte. Ja, also meine Erfahrungen sind, dass viel mehr diskutiert wird, dass viel mehr gefragt wird, so wie die Janja auch schon angedeutet hat, dass es auch mehr To-Dos gibt für die Studierenden, aber auch für die Dozenten selber. Man ist ständig aktiver als in herkömmlichen Lehrveranstaltungen. Wenn jetzt ein Kollegin zu dir kommt und sagt: Du, das ist ja, scheint ja echt ein unglaublich cooles Format zu sein. Drei Dinge, die du mir empfiehlst, auf die ich unbedingt achten sollte, wenn ich so etwas plane und umsetze. Liebe Heidi, drei Tipps, die du mir da geben würdest. Ja, drei Tipps. Gut Zeit einplanen für die Vorbereitungen. Nichts überstürzen, sondern wirklich sich Zeit nehmen und das Konzept von vorn bis hinten überlegen. Auch den Prüfungsmodus gleich dazu überlegen. Nicht vergessen drauf. Zweiter Punkt, die Studierenden über das Format und über die Vorteile, auch über den Zeitaufwand informieren, über die andere Lagerung der Tätigkeiten. Der dritte Punkt ist, dass man unbedingt als Lektor, als Dozent selbst auch für das Feedback Zeit mit einberechnet. Es ist viel mehr an Feedbackarbeit notwendig, laufend über das Semester. Und das darf man echt nicht unterschätzen, dass man die Arbeitsprozesse ja steuert und da auch Zeit dafür braucht. Genau. Janja, drei Tipps, die du mir geben würdest, wenn Also ich bei mir wäre das das kenne. zuerst: Schau die Videos von Professor Spannagel, die du eh auf YouTube finden kannst, damit du weißt, okay, wie könnte das aussehen. Dann wäre die zweite, sich mit anderen, die schon in dem Bereich tätig sind, auszutauschen, aber vor allem probiere es aus und lerne daraus. Jawohl, sehr gut. That's the spirit. Anita, bitte. VPM, Vision, Planung und Methode. Erst einmal möchtest du natürlich dir überlegen, welche Kompetenzen wollen deine Studierenden erwerben. Dann Planung, wann kommt welcher Happen an Information, und die Methode, mit welchen Tools fühlst du dich sicher?
Was macht dir Spaß? Womit hast du gute Erfahrungen? Liebe Anita, bleiben wir gleich bei dir. Eine Vision, wenn du jetzt sagst, ich habe schon viel ausprobiert, ich habe schon viel gemacht und eine Sache, wo ich mir denke, ha, das war noch möglich, eine Vision für die Weiterentwicklung für das Inverted-Classroom-Modell, das du in irgendwelchen Lehrveranstaltungen umsetzt, ist. Meine Vision ist, dass Studierende sich sicher fühlen im Austausch interprofessionell. Heidi, eine Vision, die du noch, wo du noch dranbleiben willst, weiterentwickeln willst? Für mich wäre so das Thema Begleitforschung. Also ich möchte dranbleiben, auch für die Absolventinnen den Outcome transparenter zu machen. Was bringt es denn de facto wirklich, wenn man intensiver mit ICM gearbeitet hat? Sehr schön. Und Janja, bitte. Ja, ich hätte gerne mehr Austausch unter, also jetzt die Kolleginnen haben mal Studierendenseite beleuchtet, aber ich hätte auch gerne, dass sich Lernende untereinander mehr austauschen können, so eine Art Werkstatt, wo sie sich gegenseitig Tipps und Tricks geben können. Bevor wir in die nächste Phase kommen, möchte ich jetzt mal an der Stelle die Möglichkeit geben, jeder und jede, die hier als Teilnehmende, Teilnehmende dabei ist, kann jetzt sagen, oh, mich interessiert das noch und einfach auch bedenken, alle drei Kolleginnen können Antworten geben, auch wenn das jetzt nicht dein Fachbereich ist. Ja, ich bin Jörg Riedel aus Bremen, von der Uni Bremen und ich arbeite in der Studierwerkstatt. Das ist eine überfachliche Begleitung für Studierende. Und was mich interessiert, ist, wie erklärungsbedürftig ist das Modell für die Studierenden, beziehungsweise wie viel Energie ist notwendig, um diesen ganzen Prozess in Gang zu bringen. Denn meine Erfahrung ist, dass Studierende vor allen Dingen jetzt auch in der Corona-Zeit eher mehr in die Passivität gedrängt werden in vielen Veranstaltungen. Ich habe jeweils nur 15 bzw. 14 Einheiten mit meinen Studierenden. Das heißt, ich habe nicht ganz so viel Zeit. Bei der ersten Veranstaltung habe ich die Informationen schriftlich nur gegeben. Bei der zweiten habe ich mich dann gedacht, nein, ich nehme ein Video ganz am Anfang von mir, wo ich erkläre, was ICM ist und wie das funktionieren wird. Das heißt, Studierende wissen nicht viel darüber. Man sollte auf jeden Fall meiner Erfahrung nach da Hinweise geben, was das ist, wie das funktioniert. Ja, ich denke mir, durchs praktische Tun ist es die beste Erklärung. Das heißt, Sie brauchen aber konkrete Anleitungen. Das heißt, ich gebe Ihnen ganz am Anfang die Info, ich empfehle Ihnen schrittweise zu lernen und zack, schnappt euch einen Kalender, tragt euch in jeder Woche 2 bis 3 Stunden ein vor den LV-Terminen und da wird dann ein Auftrag kommen und dann habt ihr die Zeit. Dann spart ihr euch das nachher vor der Prüfung. Ein ganz kurzer Punkt als Ergänzung. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das Warum ganz wichtig ist. Also warum wird diese Lehrveranstaltung Inverted angeboten? Was sind sozusagen die Zusatznutzen daraus? Und in meinem Fall ist es eben zum Beispiel die Kommunikationskompetenz auch noch zu trainieren, abseits vom fachlichen Inhalt. Mhm. Ja. Anita, was sind denn mögliche Vorteile oder Herausforderungen? Ich sage lieber Herausforderungen für Lehrende. Herausforderungen sind, dass man selber ganz viel dazulernen und eigentlich das, was die Studierenden lernen sollen, nämlich sich selber vorbereiten und daraus dann in der Interaktion mit noch tieferem Wissen rauszugehen, dass man eigentlich denselben Prozess durchmacht. Ja, also ich finde es manchmal als herausfordernd, dass man in eine andere Rolle schlüpft. Man schlüpft mehr in diese Rolle des Begleitenden und Beobachtenden, Coaches quasi. Und eine Herausforderung dabei kann für mich sein, den Fokus auch nicht zu verlieren oder auch die Kernaussagen nicht aus dem Blickwinkel zu verlieren. Manchmal hat man so das Gefühl, okay, das Wichtige ist jetzt aber nicht von mir als Lehrperson gesagt worden. Das muss vielleicht auch gar nicht von mir gesagt worden sein. Es wird ja eh selber erarbeitet. Aber diese Kehrtwendung da so im Kopf zu schaffen, es ist mehr ein Begleiten als ein aktives Gestalten und Sagen. Ich denke, da passiert viel im eigenen Kopf. Es fehlt einfach manchen, ich tausche mich oft mit Kollegen außerhalb von FH aus und manchen fällt es einfach schwer, den Zepter aus der Hand zu lassen, gefüllt. Obwohl in Wahrheit gibt man ja die Inhalte, nur halt nicht in der Präsenzveranstaltung, sondern im Vorfeld. Und das fällt doch einigen schwer,
zu glauben daran, dass die Studierenden sich die Inhalte aneignen werden. Im Virtual Classroom ändert die Interaktion Lehrende und Lehrende, aber auch Lernende, Lernende. Inwieweit müssen sich die Lernumgebungen, Seminaren, Übungsräume auch ändern? Aber wichtig ist es auch, dass die Studierenden wissen, okay, wo ist jetzt ein Punkt? Das heißt, nicht 100.000 diverse Medien zu nutzen und unterschiedliche Anbieter, was jetzt digitale Angebote anbelangt, sondern dass man einen Punkt hat, wo ich weiß, okay, da finde ich meine Aufgaben, da kann ich meine Aufgaben dann auch abgeben, da finde ich alle Materialien, die ich benötige und dann weiß ich, okay, daraus starte ich. Ja, wir machen jetzt folgendermaßen weiter. Ich habe jetzt einen Answergarden Link gepostet und wir werden jetzt hier Stichworte sammeln zu der Frage, was eine Lehrveranstaltung, die am ISM ausgerichtet ist, ausmachen kann und was soll da noch dazukommen, was soll noch intensiver werden? Ja, genau, danke. Dogotal ist super. Das Erste, was mir auffällt, ist, dass so Sachen wie Student Engagement, Eigenverantwortung sehr groß geschrieben sind. Also Dogotal finde ich super. Das ist eine schöne Wortschöpfung. Und also, ich sage dir gern was dazu. Natürlich hat das was mit Tun und Go und digital zu tun. Ne? Ah. Nee, Schmarrn, Unsinn. Ich habe mich da verschrieben, habe es versucht zu korrigieren und dann wurde das nochmal abgegeben. War ein reiner Tippfehler, aber man kann natürlich jetzt da was schön hineininterpretieren. Ja, das Erste, warum ich die hier Anwesenden bitte, wenn du an das Thema strategische Verankerung von Methoden, Ansätzen aus dem Inverted Classroom Modell denkst und das jetzt zusammenbringst mit dem Thema strategische Verankerung, was fällt dir da ein? Gibt es da Beispiele bei dir an der Hochschule, wie das gemacht ist? Gibt es da was, wo du sagst, das wäre wichtig, das zu machen? Sammeln wir hier mal kurz Beiträge in diesem Padlet. Jawohl, Doppelklick macht neuen Beitrag. Du kannst deinen Beitrag verändern und verschieben, die von den anderen nicht. Danke, wenn du das anschaust, was da jetzt so gerade entsteht, was ist in Bezug auf die strategische Verankerung und die Weiterentwicklung auf die Visionäre von dem besonders wichtig? Da sind jetzt einige wichtige Punkte. Also mit dem Curriculum finde ich es schon sehr wichtig, aber auch, so wie es da steht, eben Leitfäden. Ja, damit man, wenn man sich jetzt als Lehrende damit drüber trauen möchte und das wirklich anwenden will, dass man vielleicht nicht selbst zuerst alles erarbeiten muss, sondern schon einen Ort hat, wo man sich informieren kann und das aber auch aktiv den neuen dazugekommenen Lehrenden schon zu sagen, ja, weil viele wissen es gar nicht, dass es zum Beispiel an der FH diesen Blog gibt, wo man ganz viel über ICM lesen, lernen oder auch sich ansehen kann. Du kannst dort hospitieren gehen, ja, dass dieser Austausch auch vorangetrieben wird. Und nicht nur praktisch bei mir selbst als Lehrender jetzt dasteht, okay, ich möchte was machen, das heißt, ich muss jetzt selber aktiv sein, sondern dass mir das vielleicht sogar ein bisschen erleichtert wird. Ja, also das mit der Hospitation, das nehme ich gleich dazu. Also ich empfinde das als unfassbar wertvoll, wenn da jemand mit im Raum ist und die Person kann sich komplett auf den Prozess fokussieren und mir dann einfach auch rückmelden, was passiert hier tatsächlich an Dialog? Wie stark gelingt die Einbindung von Studierenden? Wo machen die mit? Was hindert sie daran mitzunehmen? Und da ist die Hospitation einfach wirklich, 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 wirklich hilfreich. Also auch wenn es jetzt bei euch an der Hochschule nicht verankert sein sollte, dann bitte macht's das. Und gerade jetzt in Zeiten wie diesen, das ist auch ein großer Vorteil, können Sie auch Menschen hospitieren, die ganz woanders sitzen, an einer ganz anderen Hochschule. Ich möchte die Diskussion gar nicht unterbrechen, möchte nur ein Augenmerk drauf werfen. Mich würde interessieren, was mit studentischer Assistenz gemeint ist. Bei uns an der Fachhochschule St. Pölten ist es so, dass jetzt unser Zentrum für Hochschuldidaktik, wo auch mein großartiger Kollege Raphael Brettner, der hier der Host ist, dabei ist, dass wir zwei studentische Assistenzen haben mit insgesamt 20 Stunden und die werden dann Lehrenden zur Seite gestellt, die sagen, okay, ich möchte jetzt ein Lehrvideo vorbereiten, ich bin so und so weit gekommen und bitte unterstütze mich dabei. Und die erlebt es als einer der Erfolgsfaktoren, warum bei uns an der Fachhochschule St. Pölten das Inverted Classroom Modell funktioniert, weil wir eben solche Personen dazustellen
können. Ich meine, wir haben den Vorteil, dass wir bei uns im Haus Medientechniker Studiengang haben und dass es auch Leute gibt, die das können. Grundsätzlich jetzt auf Deutschland übersetzt sind es dann wissenschaftliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die halt für diesen Bereich auch entsprechend geschult werden. Aber solche Personen braucht es, um eben so die kleinen und großen technischen Hürden zu überwinden, die mich sonst halt in die Verzweiflung treiben. Also das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt, auf das zu schauen. Gut, wir sind am Ende unseres Innovationsdialogs angekommen. Vielen Dank für die Beiträge. Heidi, gloriose Schlussworte, ein Satz, der dir jetzt noch hängen geblieben ist, der dir am Herz brennt, wo du sagst, das muss jetzt noch gesagt werden. Einfach tun und probieren. Und den Mut haben, wenn was schief geht. Es geht ja nicht die Welt unter. Und man hat immer wieder die Chance dazu. Sehr schön. Und Janja, ein Satz, der uns noch in die Mittagspause hineinträgt. Einfach sich untereinander vernetzen. Auch gerne mit mir. Genau. Und wir sind ja auch alle öffentlich zu finden. Also Heidi Ramler, Anita Kittritsch, Janja Dörsch und auch meine Wenigkeit sind öffentlich zu finden. Und voll gerne, wenn ihr im Vertical Classroom Modell ausprobieren wollt, machen wollt, dann fragt uns bei uns. Bei uns auf der Website gibt es umfangreiche Methoden, Materialien, Erfahrungsberichte, natürlich auch bei der gesamten Dokumentation von der Inverted Classroom. Ich bedanke mich für die Janja und für die Heidi, für die Bereitschaft, dich öffentlich zu machen und an alle für die guten Beiträge. Ich wünsche euch eine gute Mittagspause. Alles Liebe. Baba.